Ich bin Simon. Und ich bin Carlotta. Und wir nehmen euch mit in die Werkstatttage des Berufsorientierungsprogramms, wo wir verschiedene Berufsfelder für euch testen. Für uns geht es heute beim Berufsorientierungsprogramm in eine Kfz-Werkstatt. Neue Jugendliche, die auf mich warten. Ich bin gespannt, was mich sonst noch erwartet. Eins steht auf jeden Fall fest: Arbeitskleidung. Schwere Maschinen, ölige Finger und viel PS. Daran denkt man wohl zuerst, wenn man Kfz-Werkstatt hört. Und tatsächlich bekommen wir es nach einer kurzen Einweisung durch unseren Ausbilder Frederik Bröckbar direkt mit einem echten Motor zu tun. Der muss fachkundig zusammengebaut und verschraubt werden. Und wenn man sich mit dem passenden Werkzeug schon auskennt, hilft das ungemein. Das ist ein Drehmomentschlüssel. Hier kann man ein bestimmtes Drehmoment einstellen. Und das sorgt dafür, dass alle Schrauben auch gleich fest angezogen sind. Ein bisschen Fingerspitzengefühl kann dabei auch nicht schaden. Der Motor spricht mit einem, man muss nur auf ihn hören. Wunderbar. Also jetzt könnt ihr den Motor drehen, wieder nach oben. Im Berufsfeld Kfz bekommt man es mit Fahrzeugen, Bauteilen und Werkzeugen in jeder Form und Größe zu tun. Interesse an Technik und ein wenig handwerkliches Geschick sind eine super Grundlage. Da so ein Flitzer regelmäßig gewartet werden will, müssen, völlig logisch, auch die Reifen mal gewechselt werden. Der Kunde hat angerufen von diesem Fahrzeug, er möchte die Räder von vorne nach hinten getauscht haben. Da ist Teamwork gefragt, so geht's auch gleich viel schneller. Arbeitssicherheit wird dabei natürlich groß geschrieben. Nicht, dass der Reifen auf den Fuß fällt. So, vor 10 Minuten abgegeben, wann sind Sie denn endlich fertig? Ach ja, stimmt, müssen ja alle noch wieder ran. Ja, muss auch wieder ran. Power! Ach, über Kreuz natürlich! Gerade noch gelernt! Ha, läuft doch! Ja, eure Aufgabe ist es jetzt einmal, das Standlicht anzuschließen. Damit uns gleich ein Licht aufgeht, muss man sich im Bereich Kfz nicht nur mit der Mechanik auskennen, sondern auch mit der Elektronik eines Fahrzeugs. Wir haben Parklicht. So, jetzt können wir natürlich Schaltpläne lesen, richtig verdrahten, das alles gehört dazu. Sehr anspruchsvoll, aber auch super vielseitig und toll, wenn es leuchtet. Und so entsteht die Kabellage im Auto. Dass sich die Berufe rund ums Kraftfahrzeug in den letzten Jahren ganz schön verändert haben, das erleben wir jetzt. Und jetzt macht er das, was man früher in mühseliger Feinarbeit, wenn man sich so durchs Auto gewurstelt hat, macht man jetzt einfach klick, 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 klick. Die Arbeit am Computer und mit verschiedenen Diagnoseprogrammen erleichtert insbesondere die Reparatur an modernen Autos. Bei älteren Modellen sind dazu noch gute Ohren gefragt. Fällt euch was auf am Motor? Guck mal. Er hört sich lahm an, also nicht so. Nehmen wir mal Gas hier. Der hört sich auch an, als ob er gleich abseut. So, ja, hört sich so an, als wenn ein Zylinder fehlt, ne? Wenn der einer nicht mitarbeitet. Ne? Kfz ist nicht nur ein modernes, sondern auch ein ganz praktisches Berufsfeld. Im Bereich Kfz arbeitet man schön viel mit den Händen, die man sich auch ein bisschen dreckig dabei macht. Aber wenn man die Technik versteht und im Team gut zusammenarbeitet, kann man eigentlich für fast alles eine Lösung finden. Spätestens der Computer hilft einem ein wenig dabei, was bei den neueren Autos auch unbedingt notwendig ist. Und wenn man den Beruf erlernt hat, kann man in Werkstätten arbeiten, in der Industrie, in der Fertigung von Autoteilen. Es gibt viele Möglichkeiten und Reifenwechseln, kein Problem mehr für mich.